ja, weitergehoppelt in diesem lustigen Spiel. Dass ich da Horizon Forbidden West nennt. Dem Spiel, wo wir uns immer noch hauptquesttechnisch noch keinen Meter weitergekommen sind. Wo ich fest davon ausging, dass ich heute schaffe, Aether kennenzulernen. Was passiert? Nichts ist passiert. Ich bin aus der Reichweite des Aussichtspunkts. Also nochmal. Feuerbrüllrücken Level 1. Ja gut, das ist, der sieht doch recht tot aus. Kann ich ihn trotzdem plündern? Nö. Aber hier ist ein unbekanntes Stürmerareal, das ist ja schön. So, warte mal, hier ist so. Oh, das sieht schon wieder so nach Jagdzone aus, so viel Zeug, wie hier rumliegt. Ja. Ja, weiter rein. Wie weit muss ich eigentlich? Uch, ist ewig. Das sieht mir hier nach, schon wieder nach einer Reise aus. Ja gut, das Spiel hat ja auch gesagt, ich soll mir ein Reittier nehmen, ne? Hüpfen soll ich noch irgendwelche Hütten. Ignoriert das einfach mal alles ernst, was muss da oben sein, oder? Ist hier Rebellen? Hat das jemand gesehen? Überraschung! Ah ja, es sind Rebellen. Schön. Ob ich die von meinem Feuerrücken alleine töten lassen könnte? Ich meine, der Symbolrücken, vor allem gerade meinen Updates. Der ist ja schon mal was anderes. Was haben wir hier noch? Noch mehr Viecher. Ah, of course. Wie Viecher sich ja auch darüber aufregen, dass ich da bin. Das ist doch alles einfach nur an dem Weiter. Trotzdem jammern hier alle rum. Was ist denn da oben schlimm? Oh, die Musik wird plötzlich unheimlich. Ich möchte nicht, dass die Musik unheimlich wird. Von so einer Vibration hier kommt es mir gerade so vor, als würde der Controller. Was haben wir entdeckt? Reliktruine Wildnisfahrt. Eine Ruine der alten Welt. Könnte sich lohnen, mal reinzuschauen. Ja, das könnte, bestimmt, ich etwas. Das könnte sich bestimmt total lohnen, da reinzugucken, aber. Das machen wir definitiv erst, wenn ich dieses komische Pflanzenwegmachgerät habe. Weil heute, ich will heute noch in Steinfall ankommen hier. Weil ich das nämlich nicht mache. Wie sie ganz genau, dass ich wieder vor irgendeinem komischen Blumending sie rumstehe und mich dann aufrege. Was seid ihr? Stürmer, Level 13. Das ist jetzt nicht der Grund, warum ich hergekommen bin. Ich meine, das vibriert mehr, wenn du mit so einem Vieh. Oh, da oben ist ein Stück Autobahn. Keine Rebellen außen. Sie haben Reiterpatrouillen in der Gegend. Ich bleib lieber unsichtbar. Die haben Reiterpatrouillen? Könnt ihr bitte mich nicht von meiner Maschine schießen? Sehr verbunden, danke bitte. Komm ich irgendwie hoch? Ich hätte tatsächlich die Autobahn lang reiten müssen? Die machen vor allem meinen armen Brüllrücken kaputt. Die Rebellen überhaupt Brüllrücken. Oh, hier ist noch so ein. Siehst du, hier ist noch so ein Pflanzending. Ich wusste es doch. In jeder Ecke stehen diese Dreckspflanzendinger rum. Vor allem, bis mir die Füße wehtun, hat der komische Depp gesagt. Es wird steiler, die Luft wird kälter. Ich nähere mich wohl Steinfall. Auf jeden Fall werden mir nicht die Füße wehtun. Ich reite den Weg. Und nehme auch ein paar Wortkills mit, so wie es aussieht. Das ist sehr schade, dass nie irgendjemand darauf reagiert, dass wir reiten. Ne? Hallo. Reitmaschine. Das muss Steinfall sein. Gutallo sollte hier auf mich warten, aber vielleicht sehe ich mich erstmal um. Gutallo sollte hier auf mich warten? Ich sehe hier nicht. Wie weit kommen wir noch mit unserer Maschine hier? Sind die bestimmt total, überzeugt, wenn ich so einen Dornrücken hier einfach stehen lasse. Yay, Steinfall. Das ist tatsächlich recht kühl hier. Da haben die so eine Klamotten an hier? Ich glaube, sie besaufen sich. Da ist Gutallo. Was beobachtet er da? Sie können mir Geschichten erzählen. Nee, können wir alles noch Quest machen. Hallo, Gutallo, grüße dich. Das Tal wimmelt von Regalas Rebellen. Späher aus dem Dorf melden, dass sie schon seit Tagen Maschinen hier durchbringen. Manche reiten sie. Andere treiben sie voran. Einige zerlegen sie sogar. Und holen sich ihre Kanonen. Es wird keine leichte Reise. Wir sollten aufbrechen. Ich habe Befehl, dich zum Bollwerk zu führen, damit du mit Tecote sprichst. Als ob das irgendetwas nützt. Nicht so schnell. Ich brauche etwas mehr als das. Oh, ich darf Fragen stellen.
Ja, das ist wirklich ein bisschen kurz angebunden. Erzähl mal was vom Steinfall, Bursche. Was ist das hier? Steinfall wurde als Außenposten erbaut, als die Clans noch im Krieg lagen. Von hier wird der Eingang zum Tal bewacht und beobachtet, was dort unten geschieht. Vorerst heißt das, Regalas Truppen im Auge zu behalten. Hätten wir nur genug Soldaten, um nicht nur zu beobachten. Ich glaube, er nimmt das mit seinen Armen sehr ernst. Vielleicht nützt es ja was? Als ob das irgendwas nützt? Was soll das heißen? Das Bollwerk steht seit der Geburt unseres Clans felsenfest. Hinter ihm wähnt sich Dekote unverwundbar. Wenn er weiter Hekaros Befehlen trotzt, werden eine Fremde und ein verstümmelter Marschall ihn nicht umstimmen. Dein Häuptling sieht das offenbar anders. Nur aus diesem Grund stehe ich noch hier und rede mit dir. Ja, er ist definitiv verbittert, dass er seinen Arm verloren hat. Das Ding ist aber auch, das ist so richtig, das ist die den Nutzen von Erfahrung haben sie noch nicht so ganz realisiert, oder? Woher weißt du, dass Tekote nicht auf uns hört? Eine Schlange in ihrem Bau hört nichts als ihr eigenes Rasseln. Komm schon, mehr hast du nicht für mich? Hekaro nach kamst du vom Himmelsklan, bevor du Marschall warst. Ich muss wissen, was du weißt. Dekote. Ach. Nachtragend, kleinlich und intrigant. Besäße er Mumm, hätte er Hekaro längst angegriffen. Stattdessen lächelt er hinter dem Bollwerk nach dem Häuptlingsamt, wartet und hofft, dass seine Feinde sich schwächen. Er hat sogar seinen rechten Arm noch. Jetzt bezeichnet den anderen Typen als Feigling. Von der einen Arm, die er noch hat, der sieht noch top weißt aus. Weißt du jetzt genug? Vorerst? Ich fragte mich, ob ich noch weiß. Ich weiß noch nicht genug. Ich habe hier noch Fragen zum Bollwerk. Was macht das Bollwerk so uneinnehmbar? Es besteht aus Felsblöcken, die jedem Frontalangriff standhalten. Keine Armee oder Maschine ist je hineingelangt. Nur ich allein kann dich dort hineinbringen. Wenn wir fertig sind mit Reden. Nein, wir sind nicht fertig mit Reden, Bursche. Ich habe noch andere Fragen, wie zum Beispiel das da. Warum treiben Regalas Truppen wohl Maschinen durch das Tal? Es gibt ähnliche Meldungen aus anderen Clangebieten. Die Rebellen sammeln Maschinen aus der Wildnis. Doch ihre Kontrolle über sie scheint nicht von Dauer zu sein. Darum treiben sie in Lager. Dort geschieht irgendetwas, das ihnen dauerhafte Kontrolle verleiht. Eine Zwei-Phasen-Überbrückung. Davon weiß ich nichts. Es kommt noch schlimmer. Gerüchten zufolge suchen die Rebellen nach größeren Maschinen. Ich weiß nicht welche. Hoffentlich können sie die nicht überbrücken. Warum können die eigentlich alle tollen Maschinen überbrücken und ich nicht? Ja, das muss noch heilen. Was soll denn da passieren? Willst du noch Voltaren raufschmieren, damit der Arm nachwächst oder was? Du warst bei der Gesandtschaft. War ich. Tut mir leid, wegen der anderen Marschälle. Ihr Tod bleibt nicht ungesühnt. Das muss noch heilen. Das heilt nicht mehr. Trotzdem kann ich Schädel spalten, die es verdient haben. Gut, dass du auf meiner Seite bist. Gut, dass ich auf deiner Seite bin. Na gut, auf zum Bollwerk, Bursche. Und, wie ist der Plan? Das Bollwerk liegt südwestlich. Auf dem Weg werden wir zweifellos auf Regalas Truppen stoßen. Wir müssen uns den Weg freikämpfen oder uns heimlich vorbeischleichen. Keins davon wird einfach. Ich bin für Schleichen, habe ich ja Auslösung für. Gibt doch bestimmt auch Händler hier. Wir sind hinter uns. Und wie sieht die Rüstung komisch aus, wenn die so Holz drauf hat? Ich könnte natürlich mit meinem Reiter einfach schnell durchreiten, ne? Was sie für uns bauen könnten. Eher steche ich so einen Trunkenbold ab, als mich mit denen einzulassen. Also, siehst du, da gab es einen Tanak, der das Potenzial gesehen hat von Maschinen benutzen. Kräuterhändler, mittlerer Gesundheitstrank habe ich tatsächlich voll. Schade eigentlich. Marklose Herzen, was gibt es denn hier eigentlich Schönes an maximaler Ausbaustufe? Ah, ne, ist der Rückkaufen. Nicht andersrum. Verschwendung ist,
So, Verschwendung, was gibt's hier noch? Ich meine, der Typ möchte hier sofort weiterreiten, aber das schaffen wir heute eh nicht mehr. Da wir es zu machen, da kann ich genauso mit den Leuten reden, ne? Okay, Kochhandel, der hat keine Dialoge. Gebirgsfahrtbrot. Und ein Jagdsender, wahrscheinlich wieder mit tollen neuen Bögen. Bikestoß Stachelwerfer. Hammerstoß Bolzenschießer. Ja gut, das ist jetzt nicht so toll, wie ich dachte. Ja, immerhin gibt es nicht gleich wieder strikt bessere Sachen. Das ist immerhin recht beruhigend, ne? So, könnte ich hier noch was bauen? Feinherstellung, Outfit Upgrades. Achso, ja gut, für meine Utaro. Ah, ne, warte mal, meine Utaro Erntearbeiterin? Ah ja, oder die könnte ich tatsächlich mal upgraden. Weil die werde ich nämlich gleich brauchen. Outfit Statistiken verbessert. Jetzt könnte ich mich noch zur ultimativen Schleichrüstung machen. So, dann kann ich jetzt mit meinen neuen tollen. War Schneider hier? Bogen, Mittelschreckenbonus. Oh, ne, mit Utaro. Kann ich das. Den tollen anderen neuen Bogen, den ich gerade gekriegt habe, kann ich nämlich nicht upgraden oder was? Doch, kann ich. Der spaltende Scharfwurzbogen. So, brauchen wir erstmal die normalen Teile. Das ist, Stufe 1 ist immer billig. So, pass auf, Stufe 2. Brüllrücken, Beutelgewebe. Ach, Mann. Nein. Das kann ich immer irgendwo kaufen. Oder hab ich vielleicht durch Zufall welches da? Willst du nachher eine Runde streiten? Wir werden Regalas Sturm überstehen. Wir haben keine andere Wahl. Oh. Ist aber auch noch Himmel. Kehre zu Kotal zurück. Ja, will ich aber nicht. Warum sind die Typen hier nicht alle so besoffen? Ich meine, warum? Oh. Der Schnee hat Kälte mitgebracht. Schnee hat Kälte mitgebracht. Das ist ja wunderbar, aber warum haben wir hier eigentlich... Nach allem, was passiert ist, will ich einfach mehr tun. Ist das nicht die Stimme? Den Clan, den Stamm. Die Stimme kommt mir mega bekannt vor, gerade mit Leute. Ich glaube, das war von irgendeinem von Avatar. Folge Kotalo hier auf keinen Fall. Ach, guck mal, Streit können wir auch wieder spielen, wenn wir wollten. Oder wir können uns die neuesten Gerüchte aus der Klatschkammer anhören. Streiterin, bitte, hör mich kurz an, dann kannst du weiterziehen. Ja, erzähl. Gerüchte anhören, bin ich immer gespannt. Alle in den Clanlanden wissen, was du für mein Volk getan hast, Ostländerin. Ich helfe gerne, wenn ich kann. Ich halte Augen und Ohren für dich offen. Hier passiert nichts, ohne dass ich davon erfahre. Ah, da fällt mir ein, wenn du nach Rationen suchst, die dir in der Wildnis das Überleben sichern, solltest du nach Salzbiss gehen. Das ist eine Wüstensiedlung im Osten, großer See, nicht zu verfehlen. Die Köchin, Pentala, kocht für alle, egal ob sie Tenakt sind oder nicht. Mhm. Danke fürs Bescheid sagen. Wenn ich dorthin komme, schaue ich bei ihr vorbei. Das ist ja ein tolles Gerücht gewesen. Der Geschmack des Sieges. Das ist ein neuer Auftrag. Sei gegrüßt. Das ist wahrscheinlich die beste Küche. Was in letzter Zeit gibt es nichts Neues, Streiterin. Wow. Krasse Information, die ich da hatte. So, was ist denn jetzt unser Einarmier hier? Ist er sicher, dass er nicht reiten kann? Also, warte mal, Outfits. Ich habe doch hier noch mein Tenakt-Schützerin? Wo kommt das denn jetzt eigentlich her? Achso, das hatte ich ja schon die ganze Zeit. Genau, hier Utaro Erntearbeiterin. Das Ding, da kann ich... Habe ich noch irgendwelche Gewebe, die mich tarnen? Nahkampfverteidigung. Ja gut, ich habe noch diese leiser Sperrkonzentration. Das bringt mir alles nichts. Aber ich habe Konzentration plus 1. Nahkampfverteidigung, Plasmaverteidigung. Ja, so richtig geile... Also ich habe 20.000 Gewebe irgendwo rumliegen, aber... So die guten Sachen, die jetzt irgendwie mein Tarnzeug verbessern... Da ist jetzt eher so Mangelware. Ja, Nahkampfverteidigung 5%, wow. Abbrechen, ja, ich kenne hier noch irgendwie... Jetzt habe ich zweimal Nahkampfverteidigung drin, das wollte ich auch nicht. Nahkampfverteidigung ist Mangelware. Ja, aber nicht zweimal, es sind nur 5%, das war jetzt eher so ein Notnagel, der drin ist. Kann ich noch 5% Fernkampfverteidigung mitnehmen, wow. Vor allem 5%, das ist halt so wie nichts. Ich habe nochmal... Ich glaube, ich muss hier mal aus... Oh, guck mal, hier habe ich 7% Nahkampfverteidigung. Hoho! Was ist hier unten noch? Löschwasserverteidigung. Was genau macht er nicht? Löschwasserverteidigung. Ja, das schützt mich vor Wasser, oder was? Ja, vor Wasser. Ja, ich zittere. Bestimmt. Ich bräuchte noch eine bessere Nora-Rüstung, aber die werde ich wahrscheinlich hier in den Landen ja nicht finden. Na gut, nehmen wir mal die Tenaro-Erntearbeiterin. Das ist bestimmt auch eine super Klamotte hier in der Eislandschaft.
Aber wir wollten uns ja vorbeischleichen. Wie willst du Tecote überreden, seine Kämpfer zu schicken? Ich gar nicht. Oh, bitte. Senat respektieren die Klinge und die Kraft des Kriegers. Was nützt jemand, dem das fehlt? Ach, zum Glück sind wir beide gute Kämpfer. Hoffentlich müssen wir es nicht beweisen. Das ganze Tal ist also Gebiet des Himmelsklans? Ja. Der Clan hat es über Generationen verteidigt. Gegen wen? Die anderen Tenakt-Clans. Sogar die Carter. Vor langem. Wenn du Geschichtsunterricht willst, sprich mit den Kaplanen. Als du den Hain verließt, woher wusstest du, dass ich Hikaru helfen würde? Wenn der Häuptling jemanden überzeugen will, schafft er es. Naja, überzeugen ist es jetzt, er hat ein Handelangebot, den ich nicht ablehnen kann. Was willst du dann machen, wenn die in dir das Ende der Welt bevorsteht? Rebellen voraus. Sie weiden eine Maschine aus. Töte sie. Oder schleich dich vorbei. Ich schleich mir natürlich vorbei. Wo ich natürlich gerne speichern würde. Vernichte Regalas Rebellen. Wenn mir das sind ja als Feigheit auslegt, wenn ich mich vorbeischleiche. Wahrscheinlich. Zwischen den Felsen scheint ein Weg zu sein. Vielleicht kann ich vorbeischleichen. Wie schön, dass zwischen den Felsen auch eine lila Truhe steht. Damit du das eventuell Loot, was dir... Oh nein, da wäre eine Eule gewesen. Ach, Menno. Was ist das hier? Liegt einfach mal so ein Tagebuch? Luftangriffanforderung? Kolonne Richtung Südwesten. Überlebende der Reno liegen. Hohes Verfolg. Sofortige Luftangriff an den Koordinaten. Bitte um Antwort beschädigt genau über uns. Naja. Klingt jetzt nicht so gut. Achso, Olle Kotalo kann bestimmt nicht so gut klettern, oder? Mit einem Arm? Ja. Ich sehe ihn nicht mehr. Er hat sich kurz unsichtbar gemacht. Super. Nee, er sagt ja, kehre zu Kotalo zurück. Was? Boah, das ist jetzt hier so ein Weg on Rails oder was? Ach. Ich weiß ja nicht, wie lange das hier mit ihm hier durch den Folgekotal. Ach, ich muss ihm folgen. Wir hatten etwas beredet, bevor du gingst. Ah. Diese Rebellen sammelten Maschinenteile. Vielleicht für mehr Überbrückungen. Und Tecote will nichts unternehmen? Warum sollte er, wenn er das Bollwerk hat? Ich wuchs hinter der Mauer auf. Dort hat man schnell ein falsches Gefühl der Sicherheit. Das ist übrigens auch geil, dass er sich beschwert, dass er keine Geschichten erzählen muss, die Kaplane fremd ist. Aber er ist ein Einarmiger in einem Kriegerkult. Die Kaplane sind einer der wenigen Jobs, wo man tatsächlich auch ohne mit einem Speer rumzurennen irgendwie anerkannt wird. Und dagegen wehrt er sich so sehr. Sollte doch eigentlich bewusst sein, dass es jetzt bald Zeit wird für einen neuen Job hier bei ihm. Rebellen. Bei der Lichtung. Geh voraus. Vernichte die Rebellen. Quatsch. Finde ich dir gar nichts. Das sind völlig lauter Lagerfeuer. Irgendwann muss ich hier nochmal durchreiten, um die ganzen Lagerfeuer zu decken. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Oh, Kotalo hat doch gar nicht das Haar von Aloy, um sich in diesen Pflanzen zu tarnen. Oh, die haben alle diese Schutzschilder! Ja, whatever, aber sie haben welche. Sturmschild. Ich will das auch haben. Was? Ich brauche eine Pause, um was zu essen. Was denn? Warum haben die so eine lustige Schutzschild und ich nicht? Das ist eine Frechheit. Ich muss dringend das mobile Deckungssystem finden. Oh, da unten ist ein unbekanntes Frostklauen-Gebiet. Ja, genau, Frostklau. Da habe ich ja richtig Bock drauf, auf so Eisbären. Eigentlich sind es ja, glaube ich, Grizzlies mit Frostangriffen. Nein, absolut nicht. Oh, da ist noch ein Ruiner. Wir sind außer Sicht. Was ist das da vorne für ein Wegpunkt da oben? Ist nicht so wichtig. In Steinfall hast du gesagt, dass die Rebellen seit Tagen hier durchziehen. Bis Tecote bemerkt, dass er unterlegen ist, könnte das Tal schon überrannt sein. Ginge es nicht auch um den restlichen Clan, würde ich den Tag begrüßen, wenn sein Stolz zerfällt. Oh, hier ist ein Feuer. Okay. Na, vielleicht könnten wir ihn umstimmen. Eher versetzen wir Berge,
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er nicht davon überzeugt ist, dass unsere Mission hier von irgendeinem Erfolg gekrönt ist. Oh, was ist das da hinten? Ist das... Oh ne, das sind nur Wandmaler. Ich dachte gerade kurz, das wäre so ein runder Siodorn-Eingang. Das Bollwerk. Sag, wenn du soweit bist, dann kündige ich uns an. Ja. Reden mit Kotalo. Na gut, dann kündigen wir uns mal an. Was tue ich sehen? Du da! Ein Marschall ersucht um Audienz beim Clan-Kommandanten. Ich dachte, alle Marschälle wären tot. Wir bewachen den Weg zum Berg. Wo die Flügel der Zehn uns finden werden. Okay, Marschall. Ich rufe den Lift für euch. Oh, ein Lift. Bis sich Regala-Flugviecher schnappt. Das nehmen sie wahrscheinlich für Horizon 3 auch. Flugmounts. Ich übernehme das Reden bei Tecote. Wir werden sehen. Hm, schon leicht episch hier. Ich hätte andere Klamotten anziehen sollen für die Zwischensequenz. Verdammt. Jetzt sieht Aloy Herd aus wie so ein Utaru-Bauer. Ah, kann ich mich noch schnell umziehen? Wieder da. Das war also dein Heim. Vor langer Zeit. Komm schon. Oh, das Bollwerk. Okay, also das Spiel erlaubt es mir wirklich hier irgendwie nochmal gut. Also dafür habe ich übrigens extra mein Tarnoutfit angezogen, weil ich dachte, ich habe hier jetzt noch welche tollen Kämpfe. Naja. So, ach guck mal, hier unten ist wieder so ein Arena-Meister. Den Spaß habe ich auch noch nicht gemacht. So, der will nach oben laufen. Das Bollwerk, neuer Nahkampfplatz. Und hier sind gleich die nächsten Händler. Kräuterhändlerin. Die hat einen Ausdauertrink. Was macht denn bitte schon ein Ausdauertrink? Mir ist noch nie aufgefallen, dass Ausdauer einen Unterschied macht. Ah, wahrscheinlich genau. Scheiterhaufen Jägerbogen. Okay, der kann das gleich wie mein Bogen. Warte mal, vergleichen mit meinem sonnenberührten Jägerbogen. Ja, es ist halt ein bisschen doof, wenn die unterschiedliche Level haben, ne? Ja, aber der ist... Ich glaube, der ist nicht besser. Das ist nur ein Skin. Hoffe ich zumindest. So, genauer Scharfwurzbogen. Der ist... Achso, warte, Maximalstufenvergleich gibt es ja auch noch. Was der hier? Also der genaue Scharfwurzbogen wäre tatsächlich besser, weil ja schnelles Nachladen, Zielgeschwindigkeit. Ah ne, mein spaltender Scharfwurzbogen hat mehr Zielgeschwindigkeit, Überspannschaden. Ach, das ist ja so ein Edel. Kann ich die eigentlich mit Unterschieden vergleichen? Das ist ausgerüstet. Ah ja, ich kann das drücken. Hartgewehr Scharfwurzbogen. So. Also der ist tatsächlich ein bisschen besser, wenn er auf der maximalen Stufe wäre. Gut, dass ich das vorher nicht gesehen habe, ne? So, Maximalstufe. Und meiner ist... Also er macht nur... Ne, hä? Das sind die Maximalstufen? Aber dann macht doch mein Sonnenberührter macht doch mehr normalen Schaden? Ja, mein Sonnenberührter ist einfach besser in jeder Hinsicht. Was ist ja ein bisschen mehr Brandschaden. Hat. Okay, gut, den brauchen wir nicht. Hammerstoß, Bolzenschieder, Schock, Dingsbums, Eisen... Judy, Spulengewebe. Hat er irgendwas Cooles im Angebot? Nahdistanzschaden. Kann ich den Schaden gegen nahe Feinde? Agilitätsschaden. Plasma und Schock. Erhöht Schaden und Aufbau von Plasma und Schock. Scharfschutz-Reißschaden. Erhöht den Reißschaden von Stoß- und Niederschlagsmunition für Scharfschutzbögen. Oh, das Ding holen wir uns mal. 100% mehr Reißschaden. Für den schmalen Taler von 750 Scherben. Da bin ich sofort dabei. Judy. Also es lohnt sich bei den Händlern mal nach so Geweben zu gucken, so wie es aussieht. Kann es sein, dass ich nicht speichern darf für den Moment? Sieht zumindest gerade so aus, ne? Oh doch, warte mal, hier ist ein Lagerfeuer, aber ich kann nicht dran rum. Ich kann nicht dran speichern, oder? Kann ich von der Quest einfach wegrennen? Also kann ich hier einfach hinreisen? Okay, gut, ich kann also jederzeit wegreisen, das Dings. Judy, dann brechen. Reinklang, er hat meinen Namen. Boah, wir sind hier von Reinklang. Hat nur mehr als die Hälfte deiner Scherben gefressen. Ja, Wayne, wir interessieren die paar Scherben da. Okay, gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
wenn es wieder heißt Reisen und wir diese Quest hier machen. Bis dahin. Ciao.